vom Hühnchen, das goldene Eier legte. Ein ukrainisches Märchen. Ja, also es waren einmal ein alter Mann und eine alte Frau, die hatten ein gesprenkeltes Hühnchen. Das fütterten sie 3 Jahre lang und warteten nun Tag um Tag, dass es ihnen Eier lege. Nach genau 3 Jahren legte ihnen das Hühnchen endlich ein Ei. Aber kein gewöhnliches, sondern eins aus purem Gold. Da freuten sich die alten Leute, doch sie wussten nicht, was sie mit dem Ei anfangen sollten. Sie konnten das ja gar nicht fassen, dass ihnen das Hühnchen ein goldenes Ei gelegt hatte. Sie versuchten, das Ei aufzuschlagen, doch es widerstand. So hart war es. Der alte Mann schlug und schlug und schlug, aber das Ei ging nicht entzwei. Schließlich legten sie es aufs Wandbrett. Da huschte eine kleine Maus herbei und stieß mit dem Schwänzchen daran und plups, fiel das Ei auf den Tisch und zerbrach. Der alte Mann weinte, die alte Frau weinte, das Hühnchen aber sagte: Weine nicht, Großvater, weine nicht, Großmutter. Ich werde euch ein anderes Ei legen, kein gewöhnliches, sondern eins aus purem Gold. Ihr müsst nur 3 Jahre lang warten. Die alten Leute sammelten die goldenen Eierschalen und verkauften sie an einen Händler. Doch sie bekamen nur wenig Geld dafür und das reichte nicht für die neue Hütte, die sie sich bauen wollten. Sie mussten also abermals 3 Jahre warten, dann würden sie genügend Geld für eine neue Hütte haben. Also, sie warteten eine Woche, sie warteten 2 Wochen, sie warteten 3 Wochen, aber die Zeit verging ihnen gar zu langsam und sie wurden des Wartens müde. Da sagte der alte Mann zu seiner Frau: Weißt du was, Alte? Ehe wir 3 Jahre lang warten, wollen wir lieber gleich das Hühnchen schlachten und das goldene Ei aus ihm herausholen. Ja! Wer weiß, vielleicht hat es nicht nur eines in sich, sondern gar Stücke 3 oder 4. Oder 5. Und dann werden wir reich, bauen uns eine neue Hütte, kaufen uns ein Stücklein Land und brauchen niemand mehr, um etwas zu bitten. Freilich, das ist wohl wahr, Alterchen. Ja. Lass uns das Hühnchen schlachten. Ja. Sie schlachteten das Hühnchen, aber kein einziges Ei war darin. Und wieder weinten die beiden Alten bitterlich. Da steckte die kleine Maus das Schnäuzchen aus dem Loch und sagte: Weine nicht, Großvater, weine nicht, Großmutter. Begrabt euer Hühnchen vorm Garten am Kreuzweg. Und wenn ihr 3 Jahre wartet, könnt ihr an dieser Stelle einen Schatz heben. Eines aber merkt euch, auf dass ihr es euer Lebtag nicht vergesst. Es währt immer seine Zeit, bevor eure Wünsche in Erfüllung gehen. Die Frau vergrub das Hühnchen vor dem Garten am Kreuzweg, gleich neben dem Gehölz, und steckte als Merkzeichen einen Stock an die Stelle. Nun warteten die alten Leute wieder. Sie warteten 1 Jahr, sie warteten 2 Jahre und wollten schier vergehen vor Ungeduld, den Schatz zu heben. Als das 3. Jahr angebrochen war, sprach die Frau zu ihrem Mann: Lass uns doch einmal nachsehen, Alterchen. Übereile nichts, Alte, wir wollen lieber noch ein Weilchen warten. Die längste Zeit haben wir hinter uns. Nun dauert es nicht mehr lange. Ach, Alterchen, wir wollen ja auch gar nicht dran rühren, wollen nur nachsehen, Nein. Wie weit unser Schatz schon gediehen ist. Sei auf der Hut, Alter, am Ende verderben wir noch die ganze Sache. Keine Angst, es wird schon nichts Schlimmes geschehen. Sie nahmen einen Spaten, gingen in den Garten und gruben so lange, bis sie auf einen großen Haufen von Goldkäfern stießen. Die surrten auf und flogen in alle Winde. So mussten denn die alten Leute in ihrer elenden Hütte wohnen bleiben und konnten sich keine neue bauen. Die kleine Maus aber steckte das Schnäuzchen aus ihrem Loch und sprach: Alt seid ihr geworden, aber dumm geblieben. Warum habt ihr nicht gewartet, bis eure Zeit dran war? Dann hättet ihr jetzt einen großen Haufen Goldstücke. So aber sind sie in alle Winde verflogen. Thank you.
Musik.